geht ab, der Pun am Start. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Talk. Mit mir dabei der Patrick, Codename und Epic. Hallo. Moin moin. Ja, und wir quatschen mal wieder ein bisschen. Mal wieder. Genau, mal seit langer Zeit schon nicht mehr. Also wir haben schon echt eine lange Zeit nicht miteinander geredet. Ja, und was sagst du denn so? Epic oder Patrick? Immer noch Paddy, das weißt du aber eigentlich. Ja. Ich sag extra Patrick, so wie ich eigentlich bei Epic. Kannst auch Dildo-Face sagen. Ich kann auch bei dir auch Leon sagen, ja? Weißt genau, du gerade nicht, Leon? Was? Nein. Dann doch, natürlich meint er dich. Das ist mir irgendwie auch bewusst. Ja. Kleine Frage also, vorerst. Kann ich Vinci hier reinschieben? Der hat Bock mitzumachen. Ja, kein Ding. Mach mal. Gut. User was hey. Hallo. Sadbär. Sind schon am Aufnehmen, ne? Moin, moin. Moin. Und mit dabei der Sahnebär. Ja. Gut. Wir wollten über... Was wollten wir reden? Also, was ist eure Meinung zu dem Thema Flüchtlinge, die jetzt alle nach Deutschland kommen? Die meisten. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach nach Teamspeak-Reihenfolge. Also ich fange an. So. Oh Gott, der war so schlecht. Egal. Also, ey, ich darf das, okay. Also meiner Meinung nach ist dieses ganze... Der ganze Hate, der da den Flüchtlingen gegenüber kommt, also diese ganze Nazi-Scheiß-Dreckler, bin ich überhaupt total unberechtigt, weil es ist ja so, dass die Kinder von Krieg flüchten. Die kommen nicht nach Deutschland, weil die hier Arbeitslosengeld einsacken wollen, sondern denen geht es wirklich darum, halt im Endeffekt eine höhere Chance zu leben zu haben. Weißt du, weil die werden da tagtäglich bombardiert. Ein Haus nach dem anderen wird halt zerstört und... Warte mal kurz. Ja. Machen wir eine Diskussionsrunde wie die Politiker oder machen wir das... Allgemein ist scheißegal. ...zivilisierte Menschen? Normal, also... Allgemein. Ganz normal. Also nicht wie Politiker? Nein. Okay. Also nicht ausfallende Wörter und auch nicht einfach reinreden. Es wäre gut, wenn man jeden verstehen kann. Also nicht alle vier auf einmal reden, sagen wir es so. Gut, dann nicht wie Politiker. Nein. Gut, dann, entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Du kannst fortfahren. Ja, also im Endeffekt kurz und knapp gesagt, ich finde das scheiße, dass die Flüchtlinge hier die ganze Zeit gehasst werden, dass alles kaputt von denen gemacht wird, diese ganzen Flüchtlingslager. Und das sind ja keine Lager, sondern, wie heißt es nochmal, Asyle? Heißt das? Asylheim, ja. Genau, Asylheim. Ja. Was meint ihr so? Also, nach dem Teamspeak jetzt, ne, wie Epic schon gesagt hat, genau, ich ja bist du dran? Ja, meine Meinung ist, ganz ehrlich, ich habe jetzt nichts gegen Ausländer oder Asylanten oder whatever, ja. Die sind mir alle scheißegal, ja. Sollen sie machen, was sie wollen, außer, ja, die sollen, wenn sie jetzt hier zum Beispiel nach Deutschland kommen, okay, ich sag ja nichts dazu, weißt du, sollen sie eine bessere Chance kriegen halt, ne, weil das ist ja echt kacke, was die da alles abziehen. Ja. Aber ganz ehrlich, die sollen sich wenigstens auch verhalten, ja. Weil wenn ich jetzt mal so überlege, bevor dieser riesen Ansturm von diesen Asylanten da kam nach Deutschland, vor allem Berlin auch, ja, möchte ich nochmal erwähnen. Ne? Bevor das passiert ist, war alles okay und so. Ich bin meine Strecke jeden Tag entlang gefahren, alles war super. Eine Woche später, nachdem die da waren, habe ich auf dem Dach gelesen, Deutsche raus aus Deutschland. Okay. Das war für mich der Punkt, wo ich sage so, naja, ihr kommt zu uns und bettelt uns um Hilfe an. Und wir geben sie euch. Und dann sagt ihr, wir sollen raus aus Deutschland, die Deutschen. Okay, da muss man aber vorsichtig sein, weil man darf nicht verallgemeinern. Also nee, natürlich, das natürlich nicht. Also ich weiß auch nicht, wer das war, aber das war halt so ein Zeitpunkt, weißt du, wie komm rein. Ein paar Tage später ist es auf einmal da. Ja. Ganz plötzlich, weißt du? Oh, das war halt dazu. Ne? Und wie gesagt, solange die sich hier nach den Regeln verhalten, sozusagen, ist alles okay.
können sie gerne hier bleiben. Habe ich kein Problem mit. Hauptsache, die benehmen sich und machen keine Scheiße, wenn sie hier sind. Nicht so wie die meisten anderen hier, ja, die hier jetzt hergekommen sind. Weißt du? Paddy, was hast du? Ja, also da bin ich bei euch mal komplett dagegen. Also ich kann das überhaupt nicht ab, weil... Sorry, aber es ist so, wir haben genug von den Ausländern hier. Weil okay, wir hatten am Freitag bei uns hier in Peine, in der Nähe von Hannover, hatten wir Flüchtlinge, über 400 Leute. Ich war sogar live dabei am Bahnhof. Okay. Und da standen erstmal, glaube ich, 5 oder 6, die 8 Polizeiwagen standen, da ist sogar bei Facebook geteilt worden, dass eine Schlägerei ist zwischen diese Ausländer, also diese, naja, beziehungsweise Flüchtlinge, nicht Ausländer, Flüchtlinge gegen Deutsche, die haben einfach angegriffen uns in dem Sinne, obwohl wir eigentlich gar nichts gemacht haben. Wir standen da am Bahnhof und da kamen die Flüchtlinge auf der anderen Seite, die wollten Richtung Braunschweig. Ja. Sie sind bei uns ausgestiegen. So. Das war die ganze Zeit, auf einmal kamen die da mit, keine Ahnung, was waren das? Ich glaube, einer kam mit einem Basie an, auf jeden Fall. Okay. So. Wir, da saßen, glaube ich, 5 oder 6 Leute, die ich auch, die ich öfters sehe am Bahnhof. Das war jetzt die Zeit, wo ich halt in der Schule war und einfach angegriffen. Der eine hat eine Platzwunde bekommen. Boah. Da denke ich mir so, was soll das? Was wollen die überhaupt? Was wollen die hier? Da sehe ich zum Beispiel keinen Respekt. Ich hab auch keinen, und für mich, ich habe keine Lust auf die, weil ich kriege immer eine Hassader. Das ist bei, sorry, aber es sind bei Türken genauso. Manche kann ich ab, manche auch nicht. Ja. Weil es ist ja, wenn ich jetzt kurz argumentieren darf, genauso wie ich das ja gesagt habe, solange sie sich eigentlich nach unseren Regeln hier verhalten, dass sie keinen Scheiß bauen oder sowas, weil sie einfach ganz zivilisiert leben, das ist ja alles okay, aber wenn sie sowas denn machen, das ist ja echt unter aller Gürtellinie, weißt du? Ja, das ist ja auch das Problem, deswegen, es ist zwar gut und schön, dass Deutschland helfen möchte, aber wir haben schon so viele Ausländer hier, das reicht vollkommen aus, da brauchen wir nicht noch über 1 Million oder 100.000 Leute hier noch. Ja, wir haben genug Probleme. Ja, wir haben genug Schulden, beziehungsweise die war, andere sind zum Beispiel, das war das, wo hatten wir mal über, wie viele Millionen hatten wir, welches USA. Land, genau, USA hatten wir Schulden halt mit ausgeglichen, oder haben wir glaube ich sogar mit ausgeglichen. Ich verstehe das nicht. Manche Leute, die zum Beispiel bei uns in Deutschland obdachlos sind, die müssen ja auch irgendwie leben. Warum schicken sie nicht einfach mal da das Geld rein und nicht einfach irgendwelchen anderen Leuten, beziehungsweise anderen Ländern. Oder zum Beispiel Griechenland, ey. Ja, die haben, weißt du, Deutschland hat, okay, ich kann es jetzt ganz sagen, wie viel Deutschland insgesamt hat oder ob die, wie viel Schulden die auch haben. Aber auf jeden Fall, ich sehe das einfach so in den Fernsehen, Nachrichten, wie sie da die Schulden mit anderen Ländern irgendwie geben, das Geld, zum Beispiel über 12 Millionen oder so. Ja. Da denke ich mir so, was ist das? Das ist doch gar nicht, das versteht man einfach nicht. Und das finde ich auch nicht mehr okay, dass die noch bei uns hier mit reinkommen. Dann sollen wir noch bei, beziehungsweise die kriechen uns einen Arsch rein und dann passiert sowas, weißt du? Dass die auf uns losgehen, obwohl wir da ganz normal saßen. Okay. Wenn die auf mich losgegangen, glaub mir, dann wäre ich richtig ausgerüstet. Was ich dir noch sagen soll, muss, das habe ich erfahren, ja. Diese Flüchtlinge, die bekommen, wenn sie hier ankommen, das teuerste vom teuersten. Ohne Scheiß. Ja, was denn? Na, die kriegen beispielsweise. Beispielsweise das neueste iPhone. Okay. Ja, sowas zum Beispiel. Oder die teuersten Klamotten oder das teuerste Essen, die kriegen alles, nur das Feinste vom Feinen. Wo hast du das gelesen? Na, ich habe ein bisschen recherchiert. Ich sehe, okay. Das ist zum Beispiel das, was ich überhaupt nicht verstehe. Die kommen hier rein und kriegen den heißen Arsch geschoben. Ja, wir sind, das verstehe ich halt auch nicht. Wir sind schon so lange hier in Deutschland. Also, ich bin hier in Deutschland aufgewachsen und ich bin jetzt seit 18 Jahren, fast 19 Jahren hier. So, das reicht, da denke ich mir so, warum kriegen die sind nicht mal ein Jahr hier, nicht mal ein Jahr und die kriegen... Nicht mal einen Monat. Ja, die kriegen alles in den Arsch geschoben, was ist das? Das ist einfach... ich hasse das. Ich kann die nicht ab, sorry, aber es ist so, ich krieg dann einen Hals. Ja, und jetzt Arnebär. Erstens, ich kann beides verstehen. Ich bin jetzt nicht der größte Fan davon, weil...
erklärt, meisten oder viele, ich weiß nicht, ob es die meisten sind, die kommen hierher, um Sicherheit zu suchen und wirklich vor dem Krieg zu flüchten. Viele sind aber auch Wirtschaftsflüchtlinge. Ja. Das heißt, ich meine, okay, Deutschland braucht mehr Leute, mehr Arbeitsplätze und so, aber ich weiß jetzt nicht, ob das auf lange Sicht so gut ist für Deutschland. Und ich meine, da bin ich auch der Ansicht von Polen, also von Daniel. Warte, wo war ich? Ah ja, da bin ich auch der Ansicht von Daniel. Man muss unterscheiden, wer ist. Gut sind und welche Scheiße. Ja. Und deswegen, ja, ist halt ein scheiß Thema, finde ich. Ich nur was sagen. Ach ja, und was mir halt auch Sorgen macht, unter den ganzen Leuten sind halt nicht nur Aggressive und was weiß ich was. Es hat sich auch offiziell herausgestellt, dass da auch Terroristen drunter sind. Und ja. Das Schlimmste ist halt, man kann nicht kontrollieren, wer jetzt ins Land reinkommt. Es kommen zigtausend Menschen rein. Dieses Jahr wären es 1 Million, meine ich. Also ich sag's mal so, ja. Deutschland muss es so machen wie Österreich. Grenzen zumachen, niemanden reinlassen. Das wollten die ja jetzt machen, soweit ich weiß sogar. Ja, ganz ehrlich, aber dann kommt sowieso wieder von, was weiß ich was, von Großbritannien oder Frankreich. Ja, oder Amerika. Ihr hilft keinen Asylanten. Dann, ich sag mal so, wir dann, sind die dann, einzigen, dann die bisher wieder, kriegt allen wieder vor die Füße und Deutschland muss dann wieder unten hin. Und wir sind ja angeblich so das stärkste, mächtigste Land in Europa, was am meisten zu sagen hat. Also ich sag mal so, Deutschland ist bis jetzt das einzigste Land, was am meisten Flüchtlinge eingenommen hat. Also wo die meisten Flüchtlinge drin sind. Ganz ehrlich. Deutschland hat genug Probleme. Wir haben Schulden, die müssen wir abzahlen und alles, ne? Ja. Und dann pumpt noch, weil Angela Merkel natürlich so hilfsbereit ist, noch den Griechen Milliarden von Dollar, obwohl sie weiß, dass das sowieso nichts bringt, aber sie pumpt trotzdem noch Geld rein. Ja. Und jetzt lässt sie noch eine Mille oder 2 Mille Flüchtlinge nach Deutschland, nach Berlin und so. Ja, wir haben's ja, ne? Haben wir nicht mittlerweile sogar, also ich sag jetzt mal wir als wir Deutschen, weil im Endeffekt sind das ja Steuergelder, die alle da nach Griechenland fließen, sind wir jetzt nicht sogar bei der dritten Zahlung, die wir Griechenland geben, meine ich? Vierte. Ja. Vierte sogar. Ich glaube vierte, ja. Schön mit euch, aber ich muss jetzt erstmal auf K. Jo, komm später rein. Wieder. Bis später. Jo. Bis gleich. Ciao. Jo. Was ich noch sagen wollte, ich habe das noch ganz vergessen, ne? Wo die ja reingekommen sind bei uns, die Flüchtlinge, da wurde erstmal einer, der hat einen Koffer dabei gehabt, der hat so einen kompletten Koffer, so einen Reisekoffer, so einen großen, komplett voll mit Gras. Okay. Komplett voll. Alles klar. Geht klar. Also ich glaube, der ist geflohen und dachte sich so, fuck, meine Pflanzen, ich muss das alles mitnehmen. Nee, ja. Oder der wollte Kohle machen, wieso? Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, aber wenn man überlegt, da waren 8 Polizeiautos und die standen da in Reihen. Da ist keiner vorbeigegangen, ohne zu kontrolliert zu werden. Und er war der Erste, der überhaupt rauskam. Also der überhaupt auf unsere Seite kam zur Bushaltestelle. Und wir waren als Erste mal schön zur Seite genommen. Weil da Hunde waren da, welche wegen Drogen waren da waren noch von Braunschweig, aus Hannover waren welche bei uns. Das war echt heftig bei uns. Was? Also, da finde ich es aber auch dann wieder gut von der Polizei, dass die halt wirklich sagen, okay, wir halt durchsuchen die wirklich. Das ist auf jeden Fall echt gut gemacht. Also, wenigstens das hat Polizei richtig gemacht. Alle gegen Polizei, aber das hat's richtig gemacht. Also, ich sag's mal so, ne? Jetzt noch ein anderes Thema jetzt mal anschneiden, weil, ganz ehrlich, da kann man sich ja stundenlang aufregen über Merkel, was sie hier jetzt alles fabriziert und so. Der IS. Also ich sag mal so, wenn, jetzt musst du es mal so überlegen, alleine nur Deutschland hat genug Sprengkraft, ja, Waffen und alles, um die Welt 10-mal zu sprengen, komplett. Nur Deutschland öfter. Alleine nur. Öfter sogar, siehst du. Ist mir auch egal. So. Auf jeden Fall, du musst mal überlegen. Erstmal so, der dritte Weltkrieg könnte bald kommen. Man weiß es nicht. Also, wenn du jetzt überlegst,
jedes Land hat eigene Waffen, ne? Und wahrscheinlich treiben sie sogar noch so Geheimforschungen für neue Waffen und so. Pipapo, ja, macht jeder. Das macht jeder. Deswegen. Du weißt nicht, was die anderen haben. Und wenn es denn so weit kommt, ne, dann ist er aus, ne? Den ist aus, denn existiert die Welt nicht mehr. Ich sag mal so. Also was IS, ISIS und an Anführungsstrichen Dritter Weltkrieg angeht, habe ich mich letztens ein bisschen sehr intensiv auseinandergesetzt. Da habe ich zum Beispiel witzigerweise herausgefunden, die Ukrainer haben Russland den Krieg erklärt und eine Woche später meinten sie dann zur NATO, ey, dürfen wir euch mal joinen, yo? Wo ich mir nur so denke, weißt du, erst Krieg ansagen gegen Russland und dann auf einmal nach Europa flüchten, in Anführungsstrichen flüchten, und sagen, ey, yo, ich will mal bei euch eintreten, damit wir hier die Russen platt machen oder was. Daraufhin hat die NATO, also europäische Militär, falls euch das nichts sagt, hat dann gesagt, beendet erstmal diesen Krieg in Anführungsstrichen, weil so wirklich zur Auseinandersetzung kam es ja jetzt nicht im extremen Fall zumindest. Also hier und da waren mal so Schlachten, aber also von so wirklich Krieg reden wir zum Glück momentan noch nicht. Meinte halt die NATO, ja, klärt das erstmal, diesen Konflikt zwischen Ukraine und Russland, und dann reden wir weiter über NATO zukommen und nicht. Also das war schon hart. Ja, wie gesagt, also zu diesem Thema jetzt, IS und so, also wenn du jetzt mal so überlegst, die ganze Armee, die jetzt nicht eingesetzt ist, die sozusagen Eierschau. Ja, also die schaukeln jetzt nicht ein, das ist ja klar, die trainieren und so, aber die jetzt nirgendwo eingesetzt sind, wenn die alle dort einmarschieren und einfach mal die komplette IS-Platt machen, das würden sie in einem Tag schaffen, die, von den ganzen Ländern jetzt, meine ich, ne? Ja. Komplett rein, durch alle raus, dann ist Ende von der IS, dann haben alle Ruhe sozusagen, weißt du? Redest du gerade über die IS oder ISIS? Das sind IS. Zwei verschiedene Gruppen. IS machen momentan nicht mal Probleme. Also es gibt so, ich nenne es jetzt mal Befürchtungen, offizielle Akten von der US Army wurden aufgedeckt, wo die angeblich versuchen, eine Koalition Gesundheit. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. mit der IS zu verbünden, um quasi gegen ISIS zu kämpfen. Ach so. Also, ja, ich meine jetzt nur zum Beispiel mit dem Todesstrand und allem. Ja, also es gibt halt auch andererseits Vermutungen, dass IS quasi von den Amerikanern gegründet wurde, weil die ja da Öl und so weiter haben. Ach, ne? Also, boah, Alter, die Ami stecken überall drin, ich sag ja nur 11. September, war. Naja. Da gibt's ja auch Theorien, dass das von den Amerikanern war und nicht von den Terroristen, in Anführungsstrichen, diese eh gegründet haben. Aber, you know, Internets. Riesenthema, sag ich dir. Da kann man sich echt einfach nur wirklich Stunden unterhalten und diskutieren, ja. Weil das ist einfach so ein Riesenthema, das hört einfach nicht auf. Das wird wahrscheinlich auch noch wochenlang noch so gehen. Ja. Nachrichten und alles. Da kannst du noch innerhalb, glaube ich, noch einen Monat drüber reden. Oder noch länger. Ja, ich bin jetzt gespannt, was im kommenden Monat alles jetzt passieren wird, was jetzt alles passiert, wenn die ganzen Flüchtlinge hierher kommen, jetzt noch mehr, was dann hier los ist. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, wie Sanneberg ja auch schon gesagt hat, unter anderem sind da halt Terroristen dabei. Und wenn die nicht ordentlich durchsucht werden, können sie auch mal eine Kalaschnikow dabei haben. Und dann haben wir direkt ein Problem, sobald eine AK hier durchkommt. Ja, ich sag's mal so, ne? Österreich hier, die Grenze. Ja. Ein LKW, 72 Flüchtlinge drinne, hinten. Mhm. Haben sie zum Glück entdeckt, ey. Ja. Ich bin genug, dass so viele hier kommen, ganz ehrlich. Aber ich finde es extrem scheiße. Ich kann das leider nicht ab, tut mir leid. Vor allem, ja, ich ja auch nicht so richtig, weil
es wird alles momentan auf Deutschland abgeschoben. Ja. Du hörst nicht in den Nachrichten, Flüchtlinge gehen nach Amerika, nach Frankreich oder so. Nein, du hörst, die kommen alle nach Deutschland. Das ist das Einzige, was du hörst. Aber die anderen Länder halten sich schön raus. Ja, ist klar. Und wir müssen leiden. Ja. Ja. Also, wie ich es ja vorhin schon erwähnt habe, das heißt, wir haben genug Ausländer hier drin schon, also in Deutschland schon. Es gibt zwar ein paar Ausländer, die nett sind, also jetzt von den Türken und so weiter und so fort. Gibt's wirklich. Ja, aber ganz ehrlich, ich brauche nicht noch mehr hier in Deutschland, wenn ich schon nur einmal raus aus der Tür, dann sehe ich schon übelst viele Türken. Oder ich gehe am Bahnhof, dann sehe ich noch 50, 60 Türken, das reicht mir aus. Also ich sag's mal so, jetzt mal eine private story, meine Sis war ja in der Türkei. Ja. Urlaub. Gut, wenn sie da Türken sind, ist sie selbst dran schuld, ne? Nee, hör mal zu, das ist eigentlich voll krass jetzt. Und zwar hat sie dort ein bisschen mit den Türken dort geredet halt und die meinten, die schämen sich richtig für die Türken, die sich hier nicht benehmen. Ja, habe ich auch gehört, ja. Ja, und das finde ich schon krass, guck mal, vor allem muss man echt so denken, nicht alle Türken, sage ich jetzt mal so, oder Araber oder sonstiges, sind jetzt Assis. Die meisten sind anständige Leute, wirklich, die haben Respekt vor den anderen sind ganz friedliche Menschen, weißt du? Ja. Aber die anderen, diese Aslaks, wie man sie auch gerne heutzutage nennt, ne, die sind, von der Abstammung her vielleicht Türke, aber in Deutschland geboren, weißt du? Und nur die eigentlich, wenn du ganz ehrlich denkst, sind die Leute, die eigentlich Stress machen. Weil wenn du jetzt überlegst, die Türken, die aus der Türkei kommen, die sind voll entspannt, die sind richtig cool drauf. Ja gut, da hast du natürlich auch ein paar, die schon so ein bisschen sehr extremistisch sind, aber also ich kann zum Beispiel von meinem Nachbarn zum Beispiel reden, das ist eine türkische Familie, die sind echt super, die haben uns beim Einzug geholfen, die haben uns einen Fernseher angeschlossen, das war kein Ding, die waren richtig nett. Ja, und, aber wie viel Prozent gibt's insgesamt davon? Nicht ja, viel. wenige leider. Ja. Leider, aber echt leider, muss man echt zugestehen, dass es echt traurig ist, wie wenige es davon gibt. Ja. Eben gibt sie, aber ja, ich habe nicht viele gesehen, sagen wir es so. Ja, es gibt zwar, aber es sind nicht alle so leider. Es sind leider nicht alle so. Also hier bei mir jetzt in der Siedlung, wo ich jetzt hier lebe, muss ich ja sagen, merke ich ja nicht so viel von dem Ansturm der Flüchtlinge. Genau. Ich persönlich aber was ich gemerkt habe, ist jetzt nichts Persönliches oder so. Es sind verdammt viele Zigeuner hierher gekommen. Und stimmt, das habe ich auch gemerkt. Und ganz ehrlich, ich sag's so wie es ist, eiskalt jetzt. Ich nehme kein Blatt vom Mund, das fuckt mich richtig ab. Die benehmen sich null. Also, wenn ich jetzt mal so überlege, ist es hier so, zum Beispiel jetzt, du darfst keine Teppiche über den Balkon so rüber machen, weißt du? Aber was ist, die machen es trotzdem. Ja, das ist normal. Ja, also ich komme ja auch von Portugal, habe da ja lange gewohnt. Da gab es ein Restaurant, wo ich früher immer sau gerne essen gegangen bin. Und in Portugal gibt es auch ziemlich viele Zigeuner, also ja. Und da wurde sogar extra eine Regel eingeführt in diesem Restaurant, dass Zigeuner dreimal so viel zahlen müssen, aus folgendem Grund. Jedes Mal, wenn Zigeuner da essen gegangen sind, haben sie die Teller genommen und auf den Boden geklatscht. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. What? Ja, ich weiß nicht warum, ich habe es auch mal gesehen, als ich auch, wie gesagt, ich war ja mehrmals essen. Ich habe halt gesehen, wie so, weißt du, so eine Familie, also Mann, Frau und drei Kinder, drei Söhne, sind da halt so reingegangen, haben gegessen und am Ende, als sie fertig waren, haben sie die Teller genommen und auf den Boden geknallt. Keine Ahnung warum. Einfach. Das sind richtige Assis, ey. Ja. Dann. Das ist einfach nur ganz ehrlich ein Assi-Volk. Ich kenne
keinen, ja, keinen, der anständig ist von dieser Sorte. Das muss ich sagen, also keinen. Die sind alle wirklich, wirklich assi. Das kann man einfach nicht verleugnen. Ah ja. Vor allem, was ich jetzt noch so von meinem Cousin jetzt gehört habe, ist, während dieser ganzen Flüchtlingssache, versucht das Parlament jetzt was etwas durchzusetzen, ein Gesetz, und zwar das zweite Klasseninternat. Was soll das denn heißen? Oh ja, und zwar, das soll so sein, das erste Klasseninternat, also das, was wir jetzt haben, wird so gemacht wie beim Handy. Mit den 3G und so. Achso, so wird's gemacht. Ja. Dann kriegst du eine Drosselung, wenn's weg ist. Und das Zweitklasse-Internet ist so, dass du mehr bezahlen musst, aber dafür hast du dann den vollen Upload, Download und diese da 1100 oder so. Das gibt's doch schon längstens. Nein, das ist jetzt wieder was ein bisschen anders. Deswegen. Jetzt gibt's das ja nicht. Für normale Internet hier. Ja, doch klar. Hä? Du kannst. Also ich habe einen Kollegen von mir, der hat nur Internet über Vodafone kriegt er, weil der wohnt in so einem Kaff, da gibt's kein Unity Media, kein Mnet, kein Telekom. Ja, ja, ja. Der muss Internet von Vodafone benutzen, das heißt, der lädt seinen, was war es, 1 Gigabyte Tarif, lädt er auf, und wenn er quasi 1 Gigabyte gedownloadet hat, dann hat er gedrosseltes Internet. Also das gibt's schon länger, als du jetzt das meinst. Nee, nicht indirekt. Dann weiß ich gerade nicht, was du meinst. Ich hätte ein bisschen besser zuhören müssen bei dem Teil. Aber so war es ungefähr, ja? So ungefähr war es. Oh, nicht schlecht. War ja vor 3 Tagen, also kann man sagen. Aber voll auf, 3 Tage sind ja nur 3 Tage. Ne? Sind Nein. ja nur 3 Tage. Bin ja nur 2 Tage durchgehen. Ja, da bist du aber auch selbst dran schuld, wenn du 2 Tage durchgehend wach bist, ne? Hier. Nee, ich hab einfach mal wieder Bock zu zocken. Such die! Rockträger! Was? Kronkträger? Rockträger. Achso. Naja. Ah, so ist es. Und wann zocken wir mal Battlefield zusammen? Das muss man noch absprechen, wa? Was ich aber dir sagen kann, Epic, ist, ich mir, wenn am 30. das Geld da ist, ich mir entweder am 30. CSGO hole oder am 1. CSGO hole. Okay, sehr gut. Ich habe meinen 2. Account schon bereit, ne? Also... Alles klar. Und nur noch, Paddy CSGO. Genau. Negativ. Paddy. Ach komm schon. Ach, komm schon. Ihr kennt mich beide, ich kann das nicht spielen, das ist nichts für mich. Ey, wer Battlefield spielen kann, der kann auch CSGO spielen. Nein, andersrum. Ja, andersrum wird ein Schuh draus, aber trotzdem. Ja, aber es ist nur die Sache, du kennst mich, wenn ich einspiele, spiele ich es durch, und das kann dauern, bis ich das durch habe. Du kannst es erst nicht durchspielen. Nee, ich meine jetzt bei Battlefield. Du willst Battlefield durchspielen? Ja, bis ich komplett fertig bin. Oh, okay. Das kann dauern. Ja. Meinst du jetzt online oder was? Ja. Ach so, ja gut, das kann dauern. Weil ich mache es ja immer so, bevor ich überhaupt was mache. Ja. Warte kurz, ich ist gerade ein Tank bei mir. Oh. Ach so, der zockt schon wieder. Ist so gut, zocke ich. Was glaubst du denn? Alle am Suchten hier, ey. Nee, es ist einfach so, weil ich bin rein Battlefield-Spieler. Ich habe das euch, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, ja, hast du. Und deswegen ist es bei mir so ein bisschen, naja. Also ich habe Ark jetzt angefangen zu zocken, und ey, das Spiel hat mich so gepackt. Ich habe das Spiel jetzt seit, ich glaube, 2 Wochen. Und hab direkt schon 50 Spielstunden. Das ist schon... Brauch Hilfe, okay? Läuft bei dir. Gib mir Hilfe. Oh nein.
Aber es ist... Ich bin halt eigentlich ein Battlefield-Spieler, weil ich... Okay, was ich doch mir mit Hach und Krach spielen würde... Skill. Warte. Hä? Skill. Ja. Ernsthaft? Ja, das, das wäre mit Hach und Krach, aber... Weißt du, Skill will er, macht er mit Ach und Krach, aber CSGO, nein. Nee, CSGO ist wie Crossfire, das kann ich nicht. Was laberst du wie Crossfire? Crossfire? Ja, ja, Crossfire. Das ist kein bisschen wie Crossfire, Mann. Überhaupt, überhaupt nicht. Gar nicht. Crossfire, ja. Counter-Strike ist eigentlich die erste, so Crossfire wurde nur nachgemacht, das weiß ich. The fuck? Was laberst du da? Hast du überhaupt gelernt? Engel, ich hab dieses Scheißspiel schon gespielt, aber nicht CSGO. Es, ja, aber CSGO ist die Erweiterung. Das ist ein ganz anderes Spiel als Counter-Strike normal. Ja. Das da hat sich sau viel geändert. Das kannst du einfach nicht vergleichen. Aber also... Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es eigentlich das CSGO... Eigentlich, wenn du ja sagst, es ist eine Erweiterung, ist eigentlich genau das gleiche wie Battlefield. Du hast dann entweder neue Waffen oder neue... Nein. Also ich sag's mal so. Lass mich mal reden, Mann. Ich bin hier der Counter-Strike-Spieler. Fresse, Junge. Werd ich zum Aslak, oh Gott. Aslak? Nee. Zu dem Thema kommen wir später. Nein, Spaß. Ja. Nein, also zwischen 1.6 CS, also von Half-Life 1.6, war das Half-Life? Ja, ne? CS Source... Und Counter-Strike Global Offensive, da ist ein riesen, wirklich riesen Unterschied. Erstens, der Spray der Waffen wurde geändert. Zweitens, es ist jetzt umso mehr so, dass du wirklich stehen musst und schießen und nicht... Also sobald du dich einen Millimeter bewegst, selbst wenn du nur sneakst, veränderst du dein Spray-Control von 100% auf 0. Du kannst es einfach nicht mehr steuern, das geht nicht. Sobald du... dich auch nur einen Millimeter bewegst, kannst du den ganzen Spray-Control nicht mehr kontrollieren. Das ist in CSGO jetzt so. In CS war es so, dass du dich schon noch so ein bisschen wiggeln konntest. Also so hin und her tasten. Das ging noch. Und da warst du trotzdem noch halbwegs präzise. Mittlerweile ist es halt... Also ich werde ja auch Daniel dann so ein paar Sachen so beibringen von CS. Eine davon ist halt wirklich, wenn du schießt, bleib stehen. Das werden wir dann im nächsten Video. Genau. Ja, also das spürt sich komplett anders. Und Crossfire ist ja wirklich... Also ich habe eine Zeit lang Crossfire gezockt. Da nimmst du deine M4 in die Hand, rennst rein, so wie so ein COD-Kiddy und kriegst halt einen Multikill. Also, ja, genau. So ist CS überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht, kein bisschen. Alter. Das sag ich dir sogar. Ja, aber ihr kennt mich, ich bin halt das nicht so. Ja. Ich hab auch einfach auch keine Zeit mehr dafür. Ja, genauso wenig wie für Battlefield. Ja, ja. Es ist einfach so, jeder kommt ein Arbeitsleben und dann geht's halt so rund. Da kann man nicht mehr wirklich spielen. Ja. Jetzt bist du aber krank, jetzt kannst du spielen. Aber das heißt nicht, dass ich mir gleich dieses Spiel hole. Na doch. Nee. Genau das heißt es. Ich bin Azubi, ich hab kein Geld. Oh, diese Ausrede, Mann. Soll ich dir das Spiel kaufen? Nee. Doch, kauf ihm das mal. Ja. Ey, wenn er keinen Bock hat, dann hat er keinen Bock. Ja, der ist so schlecht. Wir können ja auch noch Battlefield zocken, also so ist es ja nicht. Ja. Na gut. Ja. Was gibt's noch so Neues in der Welt? Eigentlich möchte ich einer rufen. Na, was geh doch! Ja, ist ja gut. Hau ab, bis gleich! Ja, bis gleich. Er sagt einfach, hau ab, ey. Zuerst alle herrufen, ja. Ja, ist so. Wie wohin kommst du online, Talk, Let's Play machen? Ja, und komm her. Schreib ihn über Skype, über WhatsApp, über Facebook, hier im TS. Keine Reaktion. Ja, weil wir Aufnahme aufnehmen waren. Woher soll ich das wissen? Ja, weil indem wir im Aufnahme-Channel sind. Ja, und? Ja, ich dachte, ihr wartet auf mich. Ja, wir haben noch The Left 4 Dead aufgenommen. Ja, das konnte ich aber nicht wissen. Du sagst, ich soll TS kommen. Ja, dann guck Steam, dann weißt du, was ich gerade zocke. Ich gehe Steam nie online.
Ja, wieso stimmt. Hast du denn Steam? Weil ich das früher gezockt habe, jetzt aber nicht mehr. Oh. Dann geh halt online, dann siehst du das. Ja, ist ja gut, hör auf zu meckern. Mach mich nicht gleich an, schlag mich nicht. So, jetzt kannst du eine rauchen gehen, bis in 5 Minuten. Ja, bis gleich. Naja. Ja, und was gibt's noch sonst so Neues jetzt? Was könnte man jetzt noch so besprechen? Keine Ahnung, Real Life, Igitt. Igitt, was ist das? Ich wollte das nur mal kurz loswerden, dass Real Life eklig ist. Ja. Ah ja. Naja, was ist bei dir so passiert? In letzter Zeit? Was bei mir so in letzter Zeit passiert? Ich habe jetzt einen dritten Bildschirm. Läuft. Läuft, eine neue Maus, eine neue Tastatur. Hey! Endlich! Endlich mal eine gute. Ja, von Grundig. Ja, Grundig. Was finden? Was? Grundig Maus und Grundig Tastatur. Schick mal Link. Du nimmst ja keinen Bildschirm auf, oder? Nein. Ja, dann kannst du ja Internet anmachen und mir Links schicken. Du bist echt zu bescheuert. Und, ja, okay. Ja, bin ich. Lass ja, mich, ich, okay. Ja. Ich darf so, das. Wenn, ja, du bist inkompetent, du darfst. Wir haben uns alle übrigens ganz doll lieb. Ja, ja. Ganz tief in dein Popo vor allem. In dein Warte, Popo. Was? Mein Popo? Mein Popo ja. Ist geil, Mann. Nee. Oh. Pickel. Was? Nein. What the fuck? Du vergisst gerade, dass du über Paddys Popo redest. Oh, da ist, sogar, da ist sogar genau das, was ich jetzt hier habe. Ja, schick, mach aber hin. Aber nice, ich hab genau meinen gefunden. Ja. Schick, schick, schick. Ebay, Alter, Ebay. Oh, nee, ich krieg einen Krampf. Ich hab's einfach zufällig gerade den ersten Link entdeckt, ja, also bitte. In der die, erste Link. Genau, bloß die Maus ist... Nee, die Maus ist... Das ist genau das. Was sagst du? Die Maus hast du aber nicht, oder? Doch. Du benutzt doch ein bisschen. Die aber nicht, oder? Natürlich. Ich zeig dir mal, was ich hab. Du kannst mich am Sack lecken, Junge. Das ist die einzige Maus, die ich momentan habe. Die alte Maus, die konnte ich ja gar nicht mehr benutzen. Da konnte ich ja nicht mal mehr links oder rechts Klick machen. Oder an das Mausrad drehen. Das heißt, diese Maus ist tausendmal besser als die, die ich vorher hatte. Und deswegen benutze ich sie. Weil es die einzige ist, die ich habe. Momentan. Ach ja. Der liebe wieso, Daniel. Wieso meckerst du schon wieder so rum, du Potze? Ich muss dir dein Gear noch schenken. Guck mal, was ich hab. Achtung, sie sind dabei, einen externen Link zu öffnen auf. Ja, ist mir scheißegal, Link öffnen. Und die hab ich nicht gekauft, sondern die hat man mir geschenkt. Und die Maus hat man mir auch geschenkt. Hey, wake up! Wie gesagt, die wurde mir geschenkt, von daher, genau. Genau wie bei mir gespielt. Wie gesagt, ich will mir demnächst eine Rocket-Tastatur, eine Rocket-Maus holen. Warum also, Rocket, Mann? Das hält ein Jahr und dann ist die kaputt. Leck mich am Sack, ich mag Rocket. Wenn sie bei dir nicht kaputt geht. Bei mir, doch, bei mir würde sie sehr schnell kaputt gehen wahrscheinlich. Obwohl, nee, geht klar. Ach gut, ich gebe Rocket in Ebay ein und dann kommt eine Kaffeemaschine. Ja, nee, ist klar. Okay. Rocket macht also jetzt auch Kaffeemaschinen. Nee, eben nicht. Ich folge. Der ist halt so eine... Ah Gott, ich mag die Seite gar nicht. Welche denn? Bay mag ich überhaupt nicht irgendwie. Ich weiß nicht.
Oh, was ist denn das hier? Ermittlung gegen Winterkorn. Ach jetzt, komm, nee. Warte, jetzt kommt was anderes noch hier. Die Angst vor dem Blutmond. Zahlreiche Mythen ranken sich um das Sein. Ach, da war mal wieder jemand high und hat so einen scheiß Post gemacht. Hummels Zoff in Dortmund. Nach Remis gegen Darmstadt ist die Luft beim BVB schon aus. Bist du gerade auf Nachrichten gegangen oder was? Na, ich guck so gerade, was es hier so gibt. Ermittlung gegen Winterkorn. Staatsanwalt ermittelt gegen Vorwurf des Betrugs gegen Ex-VW-Chef vor. Ja. Was war das? Atemlos. Fluch oder Segen? Alles klar. Mondfisch lässt Angler ausflippen. Erdloch verschluckt Zeltplatz. What? What? Erdloch verschluckt Zeltplatz. Das will ich jetzt sehen. Ich will mir aber kein Video angucken. Achso, da wurden ja jetzt Reihenhäuser für Flüchtlinge gebaut, ne? Wo? Hier in Australien, wo? Vom Wasser verschluckt. Ein etwa 150 Meter großes Schluckloch, englisch Sinkhole, hat Fahrzeuge und Zelte eines Campingplatzes im Wasser verschwinden lassen. Alter. Krass. Hey, krass. Das ist echt mega krank gerade. Und hier habe ich noch was gefunden, das wird uns beide eher mehr interessieren. Siri beleidigt Angela Merkel unabsichtlich. Lol. Fragt man Siri heute nach Angela Merkel, gibt sie eine beleidigende Auskunft. Siri hat im falschen Moment Wikipedia angezapft. Am frühen Morgen des 24. September hatte sich ein Störer über den Wikipedia-Eintrag über Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, ja, nee, ist klar, hergemacht. Aus dem manipulierten Text wollen wir nicht zitieren, der Screenshot sagt eigentlich alles. Laut Versionsgeschichte war der Manipuliereintrag keine halbe Stunde online, ehe ihn ein anderer Wikipedia-Autor wegen Vandalismus wieder durch die korrekte Version ausgetauscht hatte. Mann, aber das zeigt hier nicht... Oh, achso. Alles klar. Schade. Mehr zeigen sie nicht. Angela. Gänsefüßchen. Mutti. Gänsefüßchen hoch, ne? Dorothea Ferkel ist eine deutsche Lügnerin und Sklavin der USA. Sie ist leider, in Klammern, leider, seit dem 20. November 2005 Bundeskanzlerin in der Deutschen Bundesrepublik. Bei der Bundestagswahl am 2. Dezember 1990 errang Merkel, die in der DDR als Physikerin ausgebildete wurde, auch tätig war, erstmals ein Bundestagsmandat. In allen darauffolgenden sechs irgendwas da. Danach kann man nicht weiterlesen. Krass! Alter, haben sie mega manipuliert, ey. Lustig, wa? Kann man Lol. Weiterlesen? Lol, Junge. Was denn? Frankreich fliegt Angriffe in ISIS-Terror-Miliz. What? Das heißt, Frankreich mischt sich jetzt auch noch ein. Oh, scheiße. Oh, wieso machen die so eine Scheiße, ey? Ich wette, in ein paar Wochen kommt der Befehl von Amerika nach Deutschland. Hier, ihr müsst mithelfen. Na, und dann haben wir wieder deutschen Soldaten da unten und dann sterben wieder 20, 30 deutsche Soldaten. Und Amerika denkt, lacht sich wieder ein ab. Ich hab keinen Bock drauf. Das ist damals mit Irak auch schon passiert. Da meinten die Amerikaner, ja, wir brauchen Hilfe. Dann wurden irgendwie, was waren das, 100 oder 200 deutsche Soldaten dahin geschickt. Und dann sind irgendwie 20, 30 gestorben. Das brauchen wir nicht. Hab ja, da keine Lust drauf, dass wieder deutsche Soldaten sterben, Mann. Ja, hier habe ich noch was gefunden. Mehrere Tote bei Horrorcrash. Bus stößt mit
Amphibienfahrzeug zusammen 4 Studenten sterben. Ja. Meine Fresse, ich hoffe, das ist schon 717 Tote in Mekka. Krasse Scheiße. Muss doch nicht sein, Mann. Echt, ey. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso sind Menschen so dumm? Weißt du, das Einzige, was uns zerstört, sind wir selber. Ja. Naja, die Natur kann uns halt nicht mehr so wirklich zerstören, also... Nee. Ich sehe hier gerade einen Beitrag vor 2 Stunden. Oh. Putin fürchtet IS-Anschläge. Kreml-Chef spricht im Interview über Gründe, Assad zu helfen. Aha. Oder Beginn der UN-Vollversammlung. Die Vollversammlung der Vereinigten Nationen beginnt. Ach du Scheiße. Okay. Leck mich an der Marsch, ey. Es wird mal wieder ein tolles Jahr, ey. Ich freue mich ja jetzt schon total drauf, ne? Ja. Ich glaube mal, du freust dich genauso sehr wie ich. Ein anderes Thema, was mal vielleicht ein bisschen fröhlicher ist. Was hältst du davon, dass langsam Unternehmen immer mehr auf Energie, also Solarenergie und halt Bioenergie umschalten? Also ich sag's mal so schnell wird das sowieso nicht passieren, weil, also ich sag's mal so, Öl, also geht ja langsam aus, ne? Das heißt, Öl kann man nicht mehr heizen. Atom, zu gefährlich. Was bleibt? Wasser, Wind, Sonne. Alles klar. Das Problem jetzt hierbei ist, die Leute, die Strom aus Solar, Wasser und Wind machen, Die haben ein Riesenkapital, die können die Preise so hoch ansetzen, wie die wollen. Das werden die einzigen Leute sein, die dir Strom geben. Das heißt, entweder du gibst ihn oder du kriegst keinen Strom. Aber ich glaube mal, die sind nicht so dumm, dass sie es wirklich zu hoch machen. Ich schätze mal, die werden den Preis zwar hochtreiben, aber so, dass er trotzdem noch bezahlbar ist. Also, ich sag mal so, die Energie ist momentan auf jeden Fall teurer, also Solarenergie und so weiter. Ja, das ist klar. Ja, logisch. Die ist aber auch momentan arschteuer. Beziehungsweise so Solarzellen werden so langsam wirklich sogar billig im Relativ zu dem, was es halt vorher war. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Du, ich sehe hier noch gerade eine Sache, und zwar Taliban-Offensiv gegen Provinzhauptstadt Kunduz. Die Taliban haben eine Offensive gegen die nordafghanische Provinzhauptstadt Kunduz begonnen und dabei erste Regierungsgebäude eingenommen. Läuft. Ja. Ah ja, sollen sie machen. Ja. Solange nicht zu viele Männer sterben, ist bislang ist alles gut. Bislang ist es ihnen gelungen, das Provinzratsgebäude in Kunduz einzunehmen, was jetzt ihre Front ist, sagte Provinzratsmitglied Ghulam Rabbani am Montag. So. Okay. Ja. Kommen wir mal zu einem Artikel, was uns eher so ein bisschen interessieren würde, denke ich mal. Ich lese mal vor. YouTube startet Ende Oktober werbefreies, aber kostenpflichtiges Streaming-Angebot. Ach so, das kenne ich schon. Was wollen die? Also es geht darum, du kannst ja mit YouTube streamen. Das heißt, du kannst so streamen, dass, also es geht nur mit Cam, nicht zocken. Das kannst du nicht nehmen, ne? So, und du kannst das ist noch nicht verfügbar, das habe ich aber schon in meinem Videomanager dahin gesehen, in den Livestreaming. Okay. Besser gesagt, in den Kanalinformationen und so. Und zwar ist hier kostenpflichtige Inhalte. In dem Land, wo dein Kanal angemeldet ist, kann diese Funktion noch nicht eingesetzt werden. Die weiteren Informationen sind zum Beispiel hier: kostenpflichtige Inhalte aktivieren, bevor du Geld für deine Videos... Ja, okay. Auf jeden Fall geht es darum, das ist so,
dass dich keine normalen Leute mehr gucken könnten, wenn du es aktivierst, sondern okay. nur Leute, die ein Abo bei dir dagelassen haben und sozusagen für 5 Euro machen die bei dir ein Abo, du kriegst die 5 Euro und die ja. dürfen dafür deine Videos so gucken. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, das braucht keine Sau, aber die haben es eingeführt. Also es ist noch nicht hier, es ist noch nicht in Deutschland, aber bald eventuell. Was ich nicht so... Achso, also kopieren die so ein bisschen die Idee von Twitch. In Twitch ist es nämlich so, wenn du jemanden nicht abonnierst, also einen Streamer guckst und den nicht abonniert hast, hast du halt immer wieder mal Werbung. Und wenn du den abonniert hast, dann hast du halt werbefrei. Das oder wie? Genau, ungefähr. Ja gut, das ist bei Twitch ist es halt auch so. Also ganz ehrlich, dann gucke ich halt mal immer wieder mal Werbung. Deswegen, das ist vollkommener Schwachsinn. Ja. Also so schlimm finde ich Werbung jetzt auch nicht. Sowieso 50% mindestens der Leute, die auf YouTube aktiv sind, wir reden jetzt nicht von den Leuten, die Videos machen, sondern die Videos gucken, haben sowieso Adblocker drin. Das heißt, Werbung... Ja, auf Twitch funktioniert Adblocker nicht. Nee. Nicht bei allen Werbungen funktioniert das. Nee. Es gibt ja mittlerweile, es gibt längstens Werbung, die Adblocker ausschaltet und dann halt die Werbung drüber klatscht. Von daher. Übrigens, ich habe schon FIFA 16 angezockt auf der PS4, ne? Ah, und? Wie ist es? Also ich sag's mal so, ich bin kein FIFA-Freund, aber ganz ehrlich, es macht Spaß. Es okay. macht übel Spaß. Grafisch, Hammer. Wirklich, du hast fast keine Hilfen mehr. Du musst fast alles wirklich alleine machen. Du musst den Torwart alleine machen, kannst du alleine machen natürlich. Jeden Spieler musst du einzeln wechseln, die Passhilfen sind alles raus und so. Aber es macht mega Spaß. Also wenn man einmal in der Karriere drin ist, so, übertrieben ist geil. Aber online hast du keine Chance. Das sind alle okay. Suchtis, Alter, die ficken dich weg. Das ist krass. Mhm. Auf jeden Fall. Wie lange reden wir eigentlich schon? Nicht mal eine Stunde. Ah ja, dann. Ja. Ja, ansonsten so von den... Also ich habe noch Tomb Raider nochmal gezockt auf der PS4. Den neuen, ne? Mhm. Geht klar, grafisch haben sie es ein bisschen aufgebessert, aber naja. Tomb Raider ist Tomb Raider, ne? Ja. Frau mit geilem Arsch und dicke Titten. So, weiter. Weiter geht's. Weiter geht's. Lol, warte mal. Was denn? Ich lese gerade, dass du auf WhatsApp kannst du eine Nachricht direkt mehreren schicken mit einer Broadcast-Funktion. Das wusste ich gar nicht, dass die Funktion haben. Voll alt. Gibt schon voll lange. Ja, habe ich nie gemacht. Wusste ich nicht, dass es das gibt. Also warte mal, ein Broadcaster senden Android-Nutzer, indem sie WhatsApp-Oberfläche rechts oben auf die drei Menüpunkte tippen. Daraufhin können sie entscheiden, ob sie eine neue Gruppe oder einen neuen Broadcast erstellen. Hä? Ja, das, ja. What? Also Gruppe ist Gruppe, kennst du? Gruppe ist Gruppe, normal. Gruppe weiß ich. Genau, ja, und Gruppe Broadcast ist so, wenn du... Ah, was für drei Punkte, Mann? Ja, du machst unten da auf dieses, du hast ja Samsung, wa? Ja, ich hab einen Samsung. Unten links ist noch so ein Button, so ein Touch. Ah, neuer Broadcast. Genau. Lol. Und da kannst du mehrere Leute reinfügen, die sehen diese Gruppe überhaupt nicht, weil es keine Gruppe ist. Du schickst zum Beispiel ein Bild dort rein und jede Person, die dort drin in diesem Broadcast ist von dir, wird gleichzeitig dieses Bild zum Beispiel zugeschickt. Nice. Okay, ja, gut. Dass du nicht alles einzeln machen musst, sondern auf einmal. Kannte diese Funktion kannte ich nämlich nur von wie hieß das, Telegram oder wie das hieß, irgendwie so. Und Paddy hat voll gelogen, der hat mir gar nicht bei WhatsApp geschrieben, ich fand
Vor allem, wie lange braucht der auf WhatsApp geschrieben. Wie lange braucht der bitte, um eine zu rauchen? Ach ja, der ist sich hier an Pfeppen gegangen, mein Gott. Was ist mit mir? Ja? Wenn man vom Teufel spricht, ne? Echt, ey, wa? Was? Ich mach gerade meine Krankenschreibung fertig. Ja. Ist wirklich so? Ja. Mein Arbeitgeber will ja unbedingt die Krankenschreibung sehen. Standard. Ja, ist ja klar. Das schmeckt so scheiße, wenn ich die Briefe zukleben muss. Dann mach's einfacher. Nimm Fertigklebestreifen. Also die fertigen Briefumschläge, wo du einfach nur sowas abziehst, dann drauf machst, fertig. Ja. Ich muss jetzt heute Abend um 6, dann um 12 Uhr nachts muss ich Tabletten nehmen. Alter. Was? Was sagt ihr eigentlich zu Five Nights at Freddy's? Kenn ich nicht. Was? Ah, ich kann das. Ich find's jetzt nicht so der Hammer. Also, geht klar, wa? Also soweit ich mitbekommen habe, das ist doch dieses Spiel, wo du in so, keine Ahnung, so eine Art Kabine drin bist, wo rechts und links Türen von dir sind, wo du Licht anmachen kannst. Richtig, und wo diese Kuscheltiere auf dich zu kommen, dich an den Tode wahrscheinlich. Du hast dann so Kameras und du hast irgendwie nur limited Strom und wenn du eine Tür zumachst, benutzt du irgendwie Strom. Richtig. Und du musst dann halt, je nachdem wann die Puppen kommen, die Tür zumachen. Genau, und Licht anmachen. Ich halt von dem Spiel nix. Ich weiß nicht, also mit dieser Art und Weise von Spiel irgendwie. Ja. Soll halt ein Horror-Game sein. Mir macht das keinen Spaß. Ich hab's mal ein bisschen gezockt und dachte mir nur so, what the fuck? Da ist ein Free-to-Play-Spiel besser. Also sorry, aber da gibt's eindeutig bessere Spiele. Eiskalt, der Junge. Es gibt mittlerweile viel, viel bessere Horrorspiele. Sogar ja, Free-to-Play Horrorspiele, die besser sind. Ja, ist klar. Einfach. Da kann man halt nichts dagegen sagen. Ich meine, es gibt halt bessere Horrorspiele. Ja, was sagst denn du dann zu... Was hab ich denn? Until Dawn. Mega geil. Wie was? Evil Within. Until Dawn ist Hammer. Until Dawn hab ich gesehen. Ich habe Until Dawn komplett dreimal durchgezockt auf der PS4, um alle Wege durchzugehen. Obwohl ich immer noch nicht alle Wege durchgegangen bin. Aber eigentlich ist die Evil Within noch nicht viel gespielt. Auf jeden Fall, Until Dawn, geiles Spiel, wirklich grafisch ein Traum. Und zu The Evil Within, auch geiles Spiel, kann ich wirklich jedem empfehlen. Das mega geil. Ja, also wenn ihr das holen solltet, holt euch dann noch die Erweiterung dieses und zwar wenn was Saison Pass mit diesen, das kostet glaube ich 15 Euro die Erweiterung. Okay, da, das ist bei Erweiterung Add-ons, die damit beißen. Also das heißt, du kriegst Waffen und du kämpfst dann gegen diesen komischen irgend so ein Typ mit so einem Bankschloss oder was sein, so ein Bankkoffer auf dem Kopf mit Beete und sowas. Da hast du diese Erweiterung da. Ich komme bei diesem einen Level da nicht weiter. Ich krieg Scheiß mir da auch immer in die Hose. Also ich sag's mal okay. So, der Anfang alleine schon, das erste Kapitel, dieser Auftakt, ja? Ja. Der alleine nur dieser Auftakt. Ja, der war schon übel. Ich glaube, ich spiele das jetzt. Aber du musst auf der PlayStation spielen. Beste. Spielst ja am PC. Scheiße. Aber man muss... Also, wo ich das Spiel mir gekauft habe, dachte ich mir so, geil. Ja, aber auf PC ist langweilig. Ist aber das gleiche System, finde ich. Aber es ist langweilig, auf der PlayStation 4 macht es viel mehr Spaß, oder PlayStation 3. Was ist der Unterschied zwischen PlayStation? Deck einen Controller an den PC und fertig, dann hast du deine PlayStation, Mann. Ja, das ist mit besserer Grafik. Und die Maus ist nicht das gleiche. Und Paddy mute dich wenigstens. Kann ich noch für? Wenn deine Mami reinkommt. Sowieso nur.
Und ich würde immer ein Spiel mit 100% ankategorieren. Ja, also die PEGI-Version Standard. Ich habe ja dieses Evilvis in Uncut-Version 100%, das ist so geil. Also ich habe die aus Österreich, willst du noch was sagen? Österreich, was willst du denn? Was ist der Unterschied zwischen Österreich und Deutsch? Weil in Österreich hast du wirklich alles Uncut, wirklich alles. Bei Deutschland können sie dir sagen, ja, das ist Uncut, ja. Ist aber nicht. Wenn ich das aber so sehe, beziehungsweise ein Kumpel von mir hat die Nicht-Uncut-Version, also die Nicht-Uncut. So, da sehe ich's, aber ich habe die Uncut-Version, die 100%. Also ich habe die österreichische PEGI-Version und die ist Bombe. Ja. Ey, egal, ich finde das Spiel, also ein Horrorspiel, das finde ich das am besten. Das ist wirklich bis jetzt das allerbeste Horror-Game, was rausgekommen ist, da hast du recht. Ja. Was ihr gezockt habt. Also auf dem aktuellsten Stand ist das bis jetzt das beste Horror-Game, was bis jetzt rauskam, außer ich habe irgendwas verplant. Nee, The Until Dawn ist ja noch ein Horror-Survival. Ja. Das ist auch krank, aber nicht so krank wie The Evil Within. Ja, okay. Also, wenn du das, du musst dir mal ein Gameplay oder sowas angucken, denn... Also ich sag so... Scheißen sich so in die Hose dabei. Oh ja, also ich sag so, The Evil Within ist... kranker und brutaler und gestörter und schrecklicher, also dass man wirklich mehr Angst hat, als The Until Dawn, und das heißt schon was. Ja. Ja, das ist schon echt. Warte, ich gehe mal kurz auf YouTubes. Ja, du gehst mal wieder auf YouTube, wa? Evil Within. Das ist, genau. Das ist wirklich extrem. Ich gehe auf RedTube und guck mir Evil Within an, genau. Kennt ihr da irgendeinen guten YouTuber? Den können wir hier ja jetzt mal ein bisschen so pushen. Naja, pushen. Komm, scheiß drauf, machst du später denn nach der Aufnahme. Oder so. 180p, jammer. Ja, mach raus die Scheiße. Mad Max, auch geil. Hab ich auch schon gespielt auf der PS4. Ich finde persönlich Mad Max nicht so gut. Also, ich bin... Ganz ehrlich, mein erster Eindruck war so, naja, ein weiteres Spiel bleibt weiter im Regal liegen, so, weißt du? Aber wenn man so eine halbe Stunde dran sitzt, dann wird man echt ein bisschen gefesselt und kann wirklich länger zocken. Also, am Anfang denkt man sich wirklich so, ein weiteres Spiel, naja. Aber wenn man dann durchgehend weiter ein bisschen zockt, so, dann kriegt man auf jeden Fall so den gewissen Reiz, so weiterzuspielen immer, weißt du? Immer das nächste schaffen. Ja, das ist ja bei Evil Within ist es ja so, dass du ja am Anfang kriegst ja alles ab, du kriegst da mit, was es überhaupt geht. Und dann Level für Level wird es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und immer heftiger. Und das hast du bei manchen Spielen mit Horror, also Horrorspielen nicht so. Und das finde ich das Geilste an The Evil Within. Ja. Was ich mal bei Until Dawn versucht habe, ich wollte versuchen, dass wirklich alle überleben. Alle. Habe ich aber nicht geschafft. Es werden immer nur 3 überleben. Mehr nicht. Der Rest stirbt. Ja, ich bleib die ganze Zeit bei einer Mission hängen. Ich komme da nicht weiter. Ich muss da so zwei... Ich weiß ja nicht, Daniel, kennst du diesen komischen Typen da? Der ein bisschen dick ist. Der hat so eine Art wie ein Hammer. So ein Fleischhammer in der Hand. Mhm. Mit diesem Koffer auf dem Kopf. So einen viereckigen Kasten. Mit Draht drum. Also du meinst der vom Anfang. Ja, genau. Der dich mit der Kettensäge dann verfolgt. Ja, der hat dann halt nur, statt eine Kettensäge, hat der so ein fettes Messer und so ein Ding in der Hand. So ein Hackebeil. Ja, genau. Ja, also bist du noch ganz am Anfang, sagst du, ja? Nein, ich bin nicht mehr am Anfang. Ich bin schon bei, warte, ich gucke mal, wie viel Prozent ich schon verballert habe. Ich habe 12 Stunden schon gespielt. Ich bin jetzt, ich habe 10%. Ja, okay, ich bin noch sehr weit am Anfang. 10% erst frei, also. Also, du bist am Anfang. 12 Stunden gespielt und erst 10% fertig. Alter. Bist du dort, wo du noch auf dem Kopf, also... Wo du ich mit bin, dem Kopf nee, da... Ich, nein, nein. Ich bin da, wo ich... Ich muss, warst du schon in der Kanalisation? Ja. Okay. Ich bin schon weiter. Ich bin da, wo ich gegen... von diesen Typen 2 habe, die laufen die ganze Zeit herum, also einer läuft herum,
und ich muss mich verstecken, dass die mich nicht sehen. Und ich muss dann, irgendwann sehen sie mich ja, weil ich ja dieses Tor aufdrehen muss, dass ich da durchlaufen kann. Und jedes Mal, wenn ich da bin, kommt einer aus der rechten Seite und der killt mich schon. Ich krieg das gar nicht hin, dass die beiden. Dann musst du, dann guck mal so, du musst entweder einmal die Gegend abchecken. Ja, habe ich ja schon mehrmals. Hast du schon einen Spind gefunden? Spind gibt's da nicht. Da muss es einen Spind geben. Es gibt dort immer, an so einer Stelle gibt's dort einen Spind. Es gibt da einen Spind, das kannst du mir nicht verleugnen. Bei dem, das ist einfach so ein kleiner Raum. Da ist ein normaler Zombie mit bei, das weiß ich. Den erledige ich ja auch ganz schnell, nur dann sind diese zwei Brocken da. So, und der eine läuft die ganze Zeit im Viereck herum. So, und da ist auf der linken Seite so ein mesometrischer Teil, was sich immer die ganze Zeit dreht. Und das extrem schnell. Besser kann. Und wenn du da reingehst, bist du direkt tot. So, das ist da und ich versuche die ganze Zeit dahin zu laufen, geht aber nicht. Weil die halten so standhaft, da hast du keine Chance. Und da versuche ich halt, den einen zumindest zu killen, geht aber nicht, weil ich die Munition nicht ausreichend habe. So, und wenn ich den angefangen habe, dass er mich sieht, kommt der andere auch dazu. Dann bin ich 2 gegen 1 und ich kann nicht so lange laufen, weil die scheiß Ausdauer so lange dauert. Ja, also ich sag so, was du jetzt versuchen müsstest, ist noch austricksen. Das heißt, du machst extra so, dass sie dich sehen, rennst vor dem weg, läufst die Ecke rum, drunter durch und dann durch das Tor durch. Ja, ich muss aber das Tor erst hochkurbeln. Ja, das machst du ja, weil die kommen ja so schnell nicht hinterher. Ja, ist aber die Sache, du musst dir vorstellen, du hast mittendrin so einen Balken, der ist viereckig. Der ist ein bisschen größer und da läuft dieser Typ herum. So, du versuchst den Typen, dass er hinter den Balken ist, dass du auf der anderen Seite dieses Tor hochkurbeln kannst. Aber da, wo du das Tor hochkurbelst, ist schon der andere Typ und wartet da. Ja, und den musst du weglocken. Ja, wenn ich den weglocke, kommt der andere. Ja, so, den musst du ja auch weglocken. Die sollen ja hinter dir herlaufen, dann trickst du sie aus, indem du um die Ecke läufst, durch und dann währenddessen das Tor hochkurbelst und dann schaffst du es locker easy. Es wird zwar knapp, aber du schaffst es. Ich muss mal gucken, wie weit. Du schaffst es, die nicht zu killen, das ist unmöglich. Ja, das in, in deinem jetzigen Zustand dort mit deinen Waffen und so schaffst du es nicht zu killen. Am besten versuch so, wie ich es dir gerade gesagt habe. Ja, ich habe ja auch nicht viel. Ich habe nur so diesen scheiß Bogen, ich habe eine Schrotflinte, ich habe eine Pistole, Granate. Ja. Eben. Mehr habe ich noch nicht. Deswegen hebt ihr das auf. Ja, ich versuche so viel, weil ich brauche, weil immer, ich habe es noch einmal geschafft und danach bin ich direkt tot gegangen, weil so dieses komische Vieh, was auf dem Boden herum schlimmert und dann hochkommt auf einmal. Okay, ja. Ich weiß jetzt wo. Da. Da Drecksstelle, ja. Naja, das ist halt eben ein bisschen. Das ist heftig. Ja. Na gut. Epic, bist du da? Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt. Und jo. Ich wünsche euch noch, Leute, einen schönen Tag. Euch was. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss. Das ging jetzt bestimmt über 50 Minuten. Das ging über eine Stunde. Das ist jetzt eine Stunde und 10 Minuten. Wow.